Hallo und willkommen zum Teil 7 in der Fantasiewelt und den Wahnvorstellungen der Islamapologeten. Leider musste ich eine Pause einlegen, aber jetzt geht's halt weiter. Und falls das jemand vergessen hat in der Zwischenzeit, ich gehe hier den Text eines Werbeprospekts durch, das auch heute noch von naiven und völlig ungebildeten Muslimen vor der Kamera rumgewedelt wird. Wie hier vom einem Typen von ein paar Schia-Apologeten. Naja, was soll ich sagen, wenn man da durchgeht, das wird ja immer noch schlimmer. Und das wird ja heute noch, das muss man sich mal vorstellen, dieses Blättchen wird heute noch irgendwie als Beleg oder als was Besonderes vorgezeigt. Aber mittlerweile ist das, was wir hier erleben, nur noch surreal und passt eigentlich nur in eine Traumwelt. Und trotzdem wedeln hier Muslime, hier aus diesen, wie eben von den Schiiten, damit vor der Kamera rum, als ob hier etwas Bemerkenswertes enthalten sei. Sobald man sich aber etwas damit befasst, dann wird schnell klar, dass dem nicht so ist. Naja, auf jeden Fall heiße ich jetzt jedem Interessenten herzlich willkommen zur nächsten Episode meiner Analyse eines simplen und extrem primitiven Prospekts, gedacht als Werbung, um den Verkauf vom Islam anzukurbeln, mit Falschaussagen, die schnell nach hinten losgehen, sobald sie näher untersucht werden. Und wie, also es geht ja hier um diesen Satz, ne? Also um den geht es heute, um das Wort über. Aber jetzt gucken wir uns das mal Stück für Stück an und ich werde das mal versuchen, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern, warum das Quatsch ist. Und wie im vorigen Video ja angekündigt, geht es hier um Tiefen. Das heißt, wir bleiben hier im Wasser, wir bleiben im Meer und hier sind jetzt die Tiefen der Meere und Wellen. Das ist natürlich eine Überraschung, Wellen. Naja, es gibt ja Wellen, ich weiß nicht, ob das jemand weiß, wir haben ja Luftmassen, genauso wie wir Wassermassen haben. Und Luftmassen, die ändern sich, es gibt Kaltfronten, Warmfronten, es gibt Wolken, es gibt keine Wolken, es gibt Nebel, es gibt alles Mögliche. Und dann zwischendrin gibt es auch noch sowas wie einen Jetstream. Und das ist auch wellenförmig. Das heißt, in der Natur gibt es kaum gerade Linien. Das ist fast alles ist irgendwie wellenförmig. Das heißt, es ist keine Überraschung, dass wir hier irgendwas von Wellen sehen. Aber es ist komisch. Anstatt das Islam-Apologeten, den Islam erklären und das Verständnis, was Islam ist, die Bedeutung, der Inhalt, die Anwendung und dann das Ergebnis zu vertiefen, wird dreist etwas verbreitet, was wissentlich falsch ist, um andere zu täuschen. Durch eben diese primitive Propaganda. Naja, und nach der Seite 24, dann kommt hier die Seite 25. Überraschung. So, und jetzt gucken wir uns mal diese Propaganda-Werbebroschüre an. Und hier sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo eigentlich bei dem jede normale Wahrnehmung, jede normale Unterhaltung eigentlich aufhören sollte. Naja, ich wollte ja jede Episode anfangen mit dem Hinweis, wie betrügerisch diese Broschüre ist. Aber mittlerweile sind wir ja bei Behauptungen, die völlig absurd und geradezu bizarr sind. Was einige wahllos zusammengewürfelte Wörter aus dem Koran einfach als etwas Bedeutsames hingestellt werden. Muslime hier sind so verzweifelt, dass sie jede noch so idiotische Äußerung, jede Plattitüde, alle abgedroschenen Redewendungen oder belanglosen Aussagen als etwas Grandioses und Monumentales hinstellen müssen. Egal wie banal, egal wie falsch. Naja, immerhin gibt es ja das, was auf den vorangegangenen Seiten beschworen wird, also Embryos, Berge, Gehirn. Aber Barrieren im Wasser? Oh, come on. Was soll das? Woraus sollen die denn sein? Das ist doch albern, das ist doch völlig idiotisch. Das hat doch weder was mit Realität zu tun, noch mit den kognitiven Handlungen eines übernatürlichen Gotteswesens. Ich kann doch nicht etwas komplett Nichtsagendes behaupten, so wie, wem Allah kein Licht gibt, für den ist kein Licht. Und das dann als wissenschaftlich titulieren und ernsthaft erwarten, dass sich das irgendwie für voll genommen wird. Das ist doch idiotisch. Das ist doch jetzt nur noch schiere Verzweiflung, irgendetwas zu finden, was man hinstellen kann als, ja, das macht ja Sinn.
Aber leider ist das noch dazu aus der Bibel geklaut. Jesus ist das Licht. Egal, ob es im ersten Teil oder dem zweiten, irgendwie ist da immer was von Licht. Und die Bibel, die klaut das ja auch wiederum. Weil alte Texte schon immer Licht, Sonne und als etwas Bedeutsames eingeschätzt haben. Aber genauso wird ja auch die Dunkelheit erwähnt und Wasser, immer und immer wieder das Wasser. Und in der vorigen Episode habe ich ja bereits einige Behauptungen dieser Werbebroschüre zum Thema Wasser auseinandergenommen und gezeigt, wie absurd sie sind. Aber es geht nach absurd noch viel absurder, soweit es überhaupt möglich ist. Denn, also okay, hier und heute geht es jetzt nach den absurden Barrieren im Meer um etwas extrem Albernes und geradezu Lächerliches, was kein normaler Mensch und schon gar kein rational denkender Mensch sich jemals einfallen lassen würde. Okay, da wollen wir mal einen Gang runterschalten, ne, und auf den Text selber eingehen. Was sagen denn die Islamapologeten hier? Naja, verschiedene Übersetzer sind sich hier mal ausnahmsweise ziemlich einig. Das heißt also, wenn wir uns mal Übersetzungen angucken, dann sehen wir ja, wer ungläubig ist, dessen Taten sind wie eine Fata Morgana oder wie die Dunkelheit in einem tiefen Meer. Das sind also Metaphern. Einfach nur, wer nicht glaubt, so ich glaube nicht, dass irgendwelche Götter existieren, solange es da keinen guten Grund für gibt. Das heißt also, meine Taten sind deswegen wie eine Fata Morgana. Fata Morgana ist eine Luftspiegelung. Wie kann das eine Tat sein? Fata Morgana ist eine Wahrnehmung. Dunkelheit ist eine Wahrnehmung. Okay. Naja, wie die Dunkelheit in einem tiefen Meer, das eine Welle bedeckt. Ja, das ist ein Meer und oben sind Wellen. Ich meine, wow, das ist eine tolle Erkenntnis. Und darauf eine Welle, darauf eine Wolke. Okay, wir sehen hier, wenn ich hier dieses Bild nehme, hier kommt eine Welle und dann darüber kommt noch eine Welle. Und dann danach kommt noch eine Welle und darauf wieder eine Welle. Und oben drüber sind Wolken. Und dann eine Finsternis auf der anderen. Ja, das verstehe ich nicht, was eine Finsternis auf der anderen heißen soll. Als er seine Hand aufsteigt, kann er sie kaum sehen. Und wem nicht Allah ein Licht gemacht hat, für den gibt es kein Licht. Okay. Und wenn wir uns die zweite Übersetzung angucken, die ungläubig sind, also ich wieder, ne? Ihre Taten sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene oder wie Finsternisse in einem tiefen Meer. Also eine Handlung ist wie eine Wahrnehmung, kapiere ich nicht. Dann kommt das tiefe Meer wieder mit einer Woge bedecktes, über ihr ist eine Woge. Ja, es ist ja nach einer Woge eine Welle kommt eine andere. Toll. Und darüber ist eine Wolke. Das heißt also, es geht hier nur um das Wort über. Oder bedecken, also eine horizontale in eine vertikale irgendwie Darstellung. Mehr ist das ja nicht. Und dann Finsternisse, eine über der anderen. Schon wieder dieses Über. Ne? Wenn er seine Hand aufsteigt, kann er sie kaum sehen. Und wenn Allah kein Licht gibt, für den ist gar nicht. Naja, okay. Also, das ist ein sinnloser Satz. Völlig unzusammenhängend und einfach nur chaotisch. Und wie so oft im Koran wenden sich die Verfasser an Ungläubige. Anstatt dass Muslime das Wesen des Islamgottes näher bringen. Ungläubige werden hier im Koran ständig bedroht, genötigt oder erniedrigt. Und so auch hier. Es ist doch lächerlich, was hier als Metapher aufgefahren wird. Wir müssen nur immer im Kopf behalten, dass hier ungebildete, primitive Menschen uralte Geschichten wiederholen und niederschreiben. Ja, was anderes ist das nicht. Und deshalb ist es ja so unglaublich lächerlich für Menschen, die die Realität des 21. Jahrhunderts akzeptieren. Denn eine Luftspiegelung ist lediglich eine Projektion und keine Handlung. Die Taten der Ungläubigen sollen halt als nebulös und waberig gesehen werden. Sonst ist da nichts. Mit einer Metapher, die halt fehlerhaft ist, unzutreffend und die eigentlich nach hinten losgeht. Bescheuert, unzutreffend, voll daneben. Mit anderen Worten, eines Gottes unwürdig. Es sei denn, dieser Gott ist inkompetent und ein ignoranter Tölpel. Aber meine Anforderung oder meine Vorstellung eines Gottes ist eben, etwas höher, etwas besser, alle und so weiter. Und genau die Metapher mit dem tiefen Meer, wo ab einer bestimmten Tiefe kein Licht mehr von der Sonne durchkommt. Das ist altbekannt. Also sind die Taten der Ungläubigen dunkel,
bis Allah da Licht reinbringt. Naja, das wirkt vielleicht bei Kindern, aber sonst auch nicht. Dabei sind die Taten und die Moral bei Ungläubigen ja ungleich höher als bei gläubigen Muslimen, was ich ja bereits mehrfach gezeigt habe. Die Frage ist aber, ob hier eigentlich ein Wunder vorliegt oder etwas Wissenschaftliches? Die Antwort auf beide Fragen ist ganz klar, nein. Schon in der Antike wurden Geschichten über die finsteren Meere verbreitet. Egal ob Gilgamesch, Epos oder Tora, wir erfinden finstere Tiefen der Meere. Das war alles altbekannt. Ich meine, Perlentaucher gab es so gut wie schon immer. Und die wussten von dunkleren und kälteren Tiefen, sowie Strömungen und ebenen Flächen, sowie ganzen Wassermassen mit anderen Eigenschaften. Nichts Besonderes. Was eigentlich bezeichnend ist, dass im Werbeheftchen hier eine Tiefe von 1000 Meter angegeben wird. Eine Tiefe, in der kein Sonnenlicht mehr existiert. Steht denn davon etwas im Koran? Nein, denn das wäre ja richtig. Aber, naja, sind es denn tatsächlich ab einer Tiefe von 1000 Meter, ist es da wirklich finster? Nein, durchaus nicht, das ist auch verkehrt. Das ist ein Bild aus einer Dokumentation vom SWR, genannt Wie viel Licht dringt in die Tiefsee vor, SWR-Wissen. Und die erklären halt die Biolumineszenz. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Fisch, der leuchtet, und noch einer. In dieser Grafik wird verdeutlicht, was in welcher Tiefe existiert. Und da haben wir neben den ganzen Lebewesen, von denen ca. 70% selber Licht abgeben, auch schwarze Raucher, weiße Raucher. Also Öffnungen, aus denen glühende Lava austritt und damit auch Licht. Das heißt, diese Werbebroschüre hier, die ist nicht nur lächerlich, sondern auch sachlich falsch. Und der Rest des, naja, dieses Satzes im Koran, okay, der ist jetzt wirklich nur noch eines, lächerlich. Dann oben auf der Meeresoberfläche gibt es Wellen und dann noch eine und darüber und dann sind es Wolken. Und da geht es ja eigentlich um die Finsternis oder vielleicht sogar die Ungläubigen und nicht die Wellen oder dem Ozean. Wie Finsternisse in einem tiefen Meer, eine Woge bedeckt die Finsternis über der Finsternis und so weiter. Das geht, aber ob das wirklich gemeint ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Auch die Tafsirer, also zeitgenössische Exegeten, die haben keine Ahnung, was das bedeuten soll und wiederholen einfach, was da steht. Naja, na und? Und jetzt? Jetzt habe ich hier viel Zeit verbraten, nur um da über ein Wort zu reden. Aber was hier versucht wird, ist doch einfach nur die poetische Ausdrucksform des Satzes auszunutzen, um da eine andere Interpretation reinzuwirken. Gehen wir mal oben auf Seite 26. Da haben wir ja die Aussage, Menschen können ohne Hilfe von U-Booten oder Spezialausrüstung nicht tiefer als 40 Meter tauchen. In dem tiefen, dunklen Teil der Ozeane, wie ungefähr bei einer Tiefe von 200 Metern, können Menschen ohne Hilfe nicht überleben. Das ist doch kompletter Unsinn und völlig falsch. Also ich habe eine Lizenz, auf 40 Meter tauchen zu dürfen. Es gibt die 20 Meter Lizenz, dann die 40 Meter darüber oder darunter, muss man sagen, gibt es dann nur noch Profis. Aber guck doch mal, es ist doch sachlich falsch. Denn ein Herbert Nietzsche taucht ohne Ausrüstung 250 Meter tief. Das heißt also, der Koran ist in jeder Hinsicht falsch. Und da steht dann, dem folgenden Vers können wir entnehmen, dass die tiefen Wasser in Meeren und Ozeanen von Wellen bedeckt werden und dass sich über diesen Wellen andere Wellen befinden. Das kann man nicht dem entnehmen. Da steht lediglich in einem tiefen Meer, dass eine Welle bedeckt, darauf eine Welle. Ja. Und auch wenn da steht darüber eine Welle. Das ist halt so. Aber gibt es denn sogenannte Wellenbewegungen unter der Wasseroberfläche? Ja, na klar, so wie beim Jetstream. Das ist genau das Gleiche. Der sich ja wellenförmig durch die Luftmassen bewegt, haben wir vorhin gesehen, gibt es das Pendant in Wassermassen. Und hier in einem Artikel im Spiegel zu dem Thema wird erklärt, was es mit Wellen in der Tiefe auf sich hat. Und dort steht ja, auch unter der Oberfläche sind die Meere in Bewegung. Und genau wie auf der Oberfläche. Deswegen gibt es diese ganzen Barrieren, das habe ich ja gezeigt. Und unter der Oberfläche ist das genauso. Das heißt, Forscher entdecken immer mehr Tiefenwellen, manche 170 Meter hoch. Und die Wogen erzeugen bis Sandstürme, also Unterwasser. Ne?
Und die bremsen sogar Schiffe, weil die bis an die Oberfläche kommen. Und die versorgen Lebewesen, weil die eben alles Mögliche mit sich bringen. Wie sind die Giganten zu erklären? Und hier haben wir dann die Auflösung, die Erklärung, eine wissenschaftliche Erklärung, ganz ohne Geister, Götter oder Gespenster. Der Artikel geht auf die Ergebnisse von Forschern ein, die wellenähnliche Bewegungen unter der Oberfläche gemessen haben und liefert dann gleich auch noch die Ursache. Diese deckt sich, naja, leider überhaupt nicht mit dem, was im Koran steht. Lediglich der Gebrauch des Wortes Welle ist identisch, sonst aber nichts. Und dann kommen wir auf Seite 27. Und da wird es dann deutlich, wie erbärmlich der Versuch eigentlich ist, hier etwas Wissenschaftliches in den Koran reinzuschmuggeln. Nein, interne Wellen bedecken nicht irgendwelche tiefen Wasser. Sie gehen manchmal sogar bis an die Oberfläche und manchmal bis auf den Boden. Das haben wir ja gerade gelesen. Es hat auch absolut nichts mit der Dichte des Wassers zu tun. Die Verfasser der Broschüre blamieren sich hier schon wieder mit ihren geradezu idiotischen Aussagen. Und trotzdem gibt es Muslime, die das kopieren, ungeprüft und ohne Spur von Scham. Naja, und das war's dann auch schon mit dem Koran und der wundersamen Meerestiefe. Naja gut, ich hoffe, dass meine Informationen dazu dienen, dass die Empfänger der Lügen aus dieser Broschüre jetzt gewarnt sind und selber nachdenken, nicht mir glauben. Nein, ich habe das nur recherchiert und ich stelle das nur dar, aber bitte, bitte glaubt mir nicht. Geht selber hin, denkt nach, seht selber nach, recherchiert selber, überprüft bitte, was ich hier sage, ob das stimmt. Und dann seht nach, was wirklich los ist, wie es wirklich ist. Nicht blind glauben, sondern skeptisch an Behauptungen rangehen und alles hinterfragen. Auch wenn ich das sage, auch wenn sich das, was ich sage, einigermaßen plausibel anhört. Bitte überprüft es. Gott. Und schon wieder wird uns eines ganz klar demonstriert. Das, was im Koran steht, stimmt nicht mit der Realität überein. Und was in der Realität, also der Wirklichkeit, was da passiert, das steht nicht im Koran. Ciao for now, bis zum nächsten Video. Diesmal dann über den Wolken. Bis demnächst. Ciao for now. Das Summen der Motoren über den Wolken.